Hallo liebe Handy-Insider, heute machen wir weiter mit unserem beliebten Handy-Vergleichen und dieses Mal vergleichen wir wieder das Huawei P10 Lite, dieses Mal aber mit dem P9 von Huawei. Wir zeigen euch in diesem Video schnell und kompakt die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Smartphones. Vom Aussehen her und vom Feeling sind sich Huawei P10 Lite und P9 ähnlich. Die Gehäuse beider Handys gleichen sich sehr. Viele Elemente wie die Knöpfe, der Fingerabdrucksensor und das Huawei-Logo befinden sich an den gleichen Stellen. Auch die Bildschirme beider Smartphones sind nahezu identisch. So verfügen beide Modelle über sichtbare Displayränder, klassisches 16:9 Format und Full-HD-Auflösung. Wer auf der Suche nach aktuellen Trends wie einem 16:9 Format ist, der ist bei diesen Geräten an der falschen Adresse. Die Displays des P10 Lite und des P9 sind jeweils 5,2 Zoll groß. Beim Flaggschiff aus 2016 setzt Huawei für einen Extra-Display-Schutz noch auf Gorilla Glass 3. Das gibt es beim Huawei P10 Lite nicht. Übrigens, auch diese beiden Huawei-Handys kommen ohne IP-Zertifizierung aus. Unter der Haube beider Smartphones zeigen sich dann weitere Unterschiede. So kommt beim P9 ein leicht besserer Prozessor zum Einsatz. Im Gegenzug hat das P10 Lite mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung. Beim Akku und dem internen Speicher liegen beide Handys gleich auf. Das P10 Lite kann aber wiederum mit einer leistungsstärkeren SD-Karte erweitert werden. Auch bei den Anschlüssen und der Konnektivität gibt es Unterschiede. So kommt das P9 mit USB Typ C, das P10 Lite nur mit Micro-USB. Einen 3,5 mm Ausgang haben beide Handys. Das P10 Lite kann derweil mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde auf das mobile Internet zugreifen. Beim P9 sind es nur 150 Mbit pro Sekunde. Bei der Software gibt es kaum Unterschiede. Beide Modelle laufen noch mit Android 7 Nougat und Huaweis eigenem Interface EMUI. Das P9 in der Version 5.0, das P10 Lite mit Version 5.1. Bei den Kameras gibt es zwischen dem P10 Lite und dem P9 erneut klare Unterschiede. So kommt das Huawei P10 Lite mit einer einfachen Kamera auf der Rückseite. Beim P9 ist derweil eine Dualkamera verbaut. Sie entstand unter Beteiligung des deutschen Kameraherstellers Leica. Beim Thema Blendenöffnung und Sensorik gibt es derweil keine Unterschiede. Auch die Selfie-Kameras des Huawei P10 Lite und P9 sind ziemlich gleich. Die bessere Leistung des P9 hat seinen Preis. Das Flaggschiff aus dem Jahr 2016 kostet aktuell noch um die 300 Euro. Das P10 Lite hingegen ist aktuell schon für 230 Euro zu haben. Beide Handys befinden sich im Vergleich zu anderen Modellen, aber durchaus im unteren Preissegment. Obwohl sich beide Geräte sehr ähnlich sehen, gibt es doch den einen oder anderen Unterschied. So ist das P9 zum Beispiel dank seiner Dualkamera vor allem für Fotoenthusiasten gedacht. Das P10 Lite ist für Leute, die Wert auf Hardware legen, obwohl es den leicht schlechteren Prozessor hat. Preislich gesehen unterscheiden sich beide Geräte nicht groß voneinander, das P10 Lite ist aber einen Tick günstiger. Für welches Handy würdet ihr euch entscheiden? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Video. Ansonsten, für mehr Handyvergleiche abonniert unseren Kanal Inside Handy und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch unter dem Video da. Mein Name ist David und ich wünsche euch einen schönen Tag. Hallo liebe Handy-Insider, danke fürs so lange dranbleiben. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Für mehr solcher Videos könnt ihr ja unseren Kanal abonnieren, hier unten. Und wenn ihr ein anderes Vergleichsvideo sehen möchtet, dann findet ihr das ungefähr hier, da, da oder da. Also klickt da drauf und wenn ihr immer informiert sein sollt über die neuesten Videos, dann